nicht mal 50% von dem Spiel. What the fuck? Für ein langes Let's Play. Aber das langweilig ohne alles. Nee, ich brauch die Musik. Scheiß drauf. Yeah! Okay Leute, damit willkommen zurück zu einem neuen Part von Party Hard. Beim letzten Part habe ich das 2 vergessen, deswegen Party Hard 2. Ja, keine Ahnung, wie der erste Teil ist, ich habe ihn nie gespielt, aber der zweite Teil ist bombastisch. Deswegen machen wir weiter. Ich habe eine Pause gemacht von 18 Jahren. Ich habe gestern erst das Party Hard Video geschnitten. Ja, und es wird sogar wahrscheinlich noch später rauskommen, weil... Also theoretisch die Thumbnail und also, ja. Das werde ich euch gleich erzählen. Wir starten erstmal rein. So the party hard killer and his friend Archer, what did they discuss at the hospital? They probably had a lot to say to each other about their boss, the foreman. Archer's accident could have caused Darius's paranoia to get worse. According to our sources, the killer's friend Archer was injured by a chemical leak at the factory. He was following the instructions of the corporation's CEO, a man known as the foreman. Tell us, Dr. McBride, what do you know of him? He was my patient's boss, the CEO of Apione Inc. His real name is Frederick Ramirez. This could explain what he did next. After visiting the hospital, the party hard killer suddenly decided to hit the road, find his former boss, and meet him face to face. According to the police, the killer spent the night at a roadside motel, where he got a very unexpected visit. So, auf ins Motel. Oh shit. Tja, ihr habt Waffen, aber ich habe was Besseres, und zwar ein Messer. Kann ich euch die Toilette runterspülen? Nee, leider nicht. Ja, was ihr mit Leuchten sind, bin ich am Arsch, deswegen gehen wir das mal gleich hier hin. Achtung, kein offenes Feuer in der Nähe eines... Was ist gerade passiert? Eines Gasbehälters verwenden. Oh shit, da unten ist ein Auge. Es gibt 2 Augen. Es gibt 3 Augen. Rechts auch noch einer. Okay. Hier muss ich mich ziemlich in Acht nehmen oder ich schlachte sie einfach schnell ab. Das sind die Möglichkeiten. Kann ich dich töten? Du gehst jetzt, hier nicht lang. Perfekt. Oh, wir haben hier Wasser zu stehen. Okay, hier ist irgendein versperrtes Zimmer. Gucken wir uns erstmal die Dings an. Töte sie alle. Oder töte die Biker-Gang, töte Schlägertyp, lasse LKWs explodieren, untersuche das gesperrte Zimmer, nimm dir die Aktentasche. Das gesperrte Zimmer ist dann wahrscheinlich wieder das hier. Dafür brauche ich erstmal einen Molotow oder sowas. Ja, das, was ich euch erzählen wollte, ist also mein Thumbnail und sowas. Also das Ganze ist fertig. Das Video auch fertig geschnitten. Ich habe mal eine neue Art ausprobiert. Das hat so 2 Stunden gekostet. Bisschen schneller geschnitten mit mehr Cuts. Also mehr, viel mehr Cuts. Und Zooms und whatever, ne? Und das ist theoretisch alles fertig, aber ich habe seit mehr als einer Woche kein Internet mehr. Mein ganzes Viertel hat hier irgendwie kein Internet mehr. Das ist sehr toll. Danke, Vodafone. Wir lieben dich. Ja, es liegt irgendwie daran, weil anscheinend irgendwelche Leute bei... Oh mein Gott, Aladdin! beim Bau von einem Haus oder so. Bumm, halt, du wirst über... Oh, shit, ich hab mich selbst überfahren. Ich vergesse ganz ehrlich, was da sagen will. Also die haben, wollten irgendwie ein Haus bauen, glaube ich, sowas. Und ich gehe mal. Und haben anscheinend ein Kabel getroffen und das haben die nicht mitbekommen.
dass die dieses Kabel getroffen haben, haben es dann eingebuddelt, dann kam heraus, oh, wir haben das Kabel getroffen, und aber die hatten die Baugenehmigung, nicht mehr die Baufirma, deswegen muss es jetzt die Baugenehmigung geholt werden, aber anscheinend laut seit gestern sollte theoretisch das Kabel eigentlich, das Kabel, die Baugenehmigung, sollten die theoretisch haben. So, gibt's irgendwas an? Hier, warte, ich hatte hier einen Reifen, der hat ja irgendwie Leute umgebracht. Wo ist mein Reifen hin? Der Reifen ist einfach weg. Yo. Okay, da muss ich gucken. Andere Dinge. Was ist denn hier oben? Na! Ich hasse die Typen. Du brauchst halt die perfekte Gelegenheit, dass du die töten kannst. Ja, ist mir schon öfter passiert, dass ich gestorben bin durch die. Von vorne! Stirb, stirb, stirb! Ah! Ja, das ist das Problem, wenn man nichts sieht. Ja, das kann es dauern, das Level ist. Ja. Nicht sehr toll. Kommt er ja. Zack, zack, zack. Hä? Oh mein Gott. Ich weiß absolut nicht mehr, wie man das gemacht hat, wie man die getötet hat. Aber ich habe das Spiel ja lange nicht mehr gespielt. Zum 8. Mal. Bumm. Oh, du kannst dich von hinten töten. Das ist gut zu wissen, würde ich sagen. Ich habe keinen Plan. Auge, hörst du auf, wenn so unfassbar da rumzuwirken? Die Bärenfalle. Nehmen wir dich mal mit. Wer weiß. Upsala, ich hab was. Da. Ups, ich hab aus Versehen was liegen fallen gelassen. Es geht einfach dran vorbei. Ich bin. Das hat niemand gesehen. Das hat wirklich. Also, das ist nicht passiert. Wieder tot. Tschüss. Tschüss. Okay, hier liegen wirklich Molotows rum, okay. Das heißt, das erste, was ich glaube ich mache, ist erstmal. Ach nee, der Typ kommt hier gleich rein und sieht dann. Ah, Leichen. Ja. Genau wie ich es gesagt habe. Jetzt werfen wir Molotow hier rein. So, burn, baby, burn. Fast habe ich eine Combo bekommen. Ich habe nur zwei Leute umgebracht. So, wir sind im Dings. Im versperrten Zimmer. Was ist das hier? Okay, nimm die Aktentasche, schiebe dem Drogenhändler die Schulter, die Schuhe. So, du kommst da. Okay, dann meinte ich. Ich dachte, der geht hier lang, aber geht er gar nicht. Hey, ich kann dich einfach so snacken. Okay, wieso dachte sie, ich das bin? Okay, wahrscheinlich, weil ich der Einzige in der Nähe war. Yo, was ist er denn für ein Typ? Okay, wenn ihr alle hochkommt. Niemand sieht's auch. Die gucken alle nach oben. Die können alle nach oben gucken. Wir haben keine Animation dafür. Reifen! Oh, Reifen! Hallo! Hä? Oh mein Gott, lol! Oh, okay, wenn dieses Spiel ist problematisch. Run. Das ist sehr problematisch. Okay, du möchtest den Augen nicht über den Weg laufen, ich hab's verstanden. Das wird spaßig, alles zusammenzuschneiden. Ach nee, ich bin tot. Oh, muss lange genug wegreißen. Laufen. Das ist problematisch. Wieso rufst du die Polizei an? Du bist ein Bodyguard. Du bist die Person, die mich töten muss. Ah!
Ja. So, wir schieben den Drogendealer in die Schuhe. Ach, der Typ ist jetzt wieder hier drin. Club Hangovery. Heiße Party für Erwachsene. Kostenloser Eintritt für Besucher, die Outfits mit warmen Farben tragen. Jo, jetzt ab. Das müsste ich einfach nur rot anziehen. Oh, da sehe ich meine Chance. Oh, fuck. Oh, nein. Oh mein Gott, da unten stand einfach so ein Typ. Okay. Kann ich einfach so in euer Meth-Labor reinlaufen? Kann ich? Super. Auf einmal. Notruf auslösen. Ja, dann muss ich einfach nur eine Person töten und es muss entdeckt werden. Aber... Hello there! Alter, diese Augen, die machen mich fertig. Nani? Omae wa mou shindeiru. Wie? Ich weiß, dass du die töten konntest irgendwie. Aber du musst irgendwie so fünfmal vor denen irgendwie das mal machen. So, okay, ich gehe jetzt einfach nur zu dem Typen hin und zu gucken, wie ich ihn umbringen kann. Ja, tot, verderben, tschüss. Guck! Auf einmal geht's oder was? Och, Mann. Sie wissen nicht, wer es war. Doch, wissen sie. Sie wissen sich verhaftet. Hier gibt's doch eine. Tschüss. Let's go. Ich hab's einfach überstanden, deren Angriff. Und jetzt... No. Funktioniert so. Paar Prozent und dann ist noch die Polizei mit rüber gefahren. Dankeschön. So, wir machen Speedrun. So. Hallo. Ich gehöre zur Gang, ne? Kennt mich. In den Fachsprachen nennt man mich auch Mono. Okay, ich hab Gate geklaut. Und ich ihn jetzt so hinten hier einfach so. Ja, okay, nice. Ob ich ihn einfach so von hinten absteche, wollte ich gucken. Oh shit, um dich rum sterben Leute. Und wow. Oh, TNT-Box ist hier unten. Was ist das hier? Braucht mehr Gegenstände zum Aktivieren. Was ist das? Ist das eine Landmine? Oh mein Gott! Ah, so, okay. Die überfahren einfach Leute. What the f- Oh mein Gott, hier kommt der SWAT. Yo! SWAT rennt einfach rein und tötet alles, was es sieht. Entschuldigung, was geht hier ab? Wollt ihr mich gerade festnehmen? Ist jetzt dauerhaft SWAT einfach hier? Schade. Er wurde einfach überfahren. So, ich würde sagen, hier ist doch perfekt. Und das, wo ne, da unten ist eine Person. Auch und das, der hässliche. Wir vergiften das. Okay, ich dachte, ich vergifte das nicht, dass der Kürbis zur Suppe irgendwie explodiert. Warte, hier kann ich doch den Beat ändern, oder? Let's go. Boah, kann ich hier den Fleischwolf werfen? Blablabla. Am Hotel. Wozu braucht man einen Pool, wenn man ein gemütliches Bett hat? Nee, Pool, also ja, aber beides. Ups, ups. Alles merkwürdige Dinge, die hier überall passieren.
Kann ich mit Faden? Nö, schade. Hallo. Hier wird nicht geschlafen. Warte, ich nehme dich kurz mit, okay? We going on a trip with our favorite rocket ship. Und in diesem Raum stirbst du ganz leise. Boom. Du, hast du nicht gehört? Hier unten ist es nicht sicher. Hier läuft ein Typ mit einer Maske rum und tötet alle. Was hat der Chip? Hacker. Oh mein Gott. Ein Kaktus tötet mich fast. Okay. Merken wir. Kakteen sind tödlich. Für was brauche ich jetzt so einen Chip? Kann ich den jetzt hier einbauen? Ich habe irgendwas gemacht. Du brauchst mehr Gegenstände. Droppt jeder von denen so ein Chip? Oder manche von denen? So, wir vergiften das hier. Weil explodiert es auch gleich, weil ich da irgendeine Chemikalie da rein gemacht habe. Ich glaube, das vergiftet die nur. Ja, tut's. Du musst auch gleich rumkippen, oder? Was kommt hier wieder? Was ist das für eine Mafia, die manchmal kommt? Oder welche Leute stehen auf der Straße? Die wurde überfahren. So, dich können wir jetzt hier raufwerfen. So, du willst sterben, habe ich gehört. Warte, es lässt sich bestimmt einrichten. So, Guys, ihr wollt eine fette Party, oder? Kommt mal her, ich habe eine fette Party für euch. Yeah, let's go, kommt alle her. So, du Panda-Kopf. Stehst irgendwo nirgendwo. Zack. Ich habe gehört, hier soll es auch nicht mehr so sicher sein. Fleischwolf, Fleischwolf, Fleischwolf. Tasty. Er betrinkt sich wieder mit Gift. Da wird es gleich eine fette Explosion geben. Er ist tot. Er ist tot. Und wir haben den Raum, würde ich sagen, gecleared. Die Mafia kommt hier wieder an. Steigt aus, steigt wieder ein. Wie wir es kennen. Ist hier oben jetzt eigentlich noch was los? Da wo das SWAT-Team reingerannt ist. Ah, oh, hier steht jemand. Nö, sieht nicht danach aus. Okay, wir gucken uns jetzt mal an, wie der rechts läuft, damit ich ihn irgendwie überraschen kann. Kann ich mich hinter dem Schwarzen verstecken? Oder ich komme einfach so aus dem Gulli raus. So, geh mal hoch bitte. Ich würde gerne in den Gabelstapler einsteigen. Und falls es geht, dich überfahren. Kann er mich aus dem Auto rausholen? Ich habe Angst, das zu testen. Oh mein Gott, ich kann Gabelstapler fahren. Miep, miep. Er ist super langsam, aber ich kann ihn fahren. Ah nein, jetzt sag nicht, ich bin ein Wanstag. Nein, Spiel, Spiel, Spiel. 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 Nein. Ich bin ein Monster. Warum ist hier eigentlich ein kaputtes Polizeiauto? Hier ist nur ein Autoreifen. Autoreifen sind die besten Waffen in dem Spiel. Die kannst du einfach so drehen und wenden, wie du lecker lustig bist. Oh. Ich mach's jetzt so. Volle Kanne. Er hebt einfach ab. Dann setzen wir zurück. Und dann volle Kanne in die Mitte. Okay, es hat eine Person getroffen. Dann drehen wir ihn weiter. Oh, ich habe ihn schon zu weit gedreht.
hört bestimmt, wie ich einfach so Dings spamme. Reifen schieben. Da, drei Leute tot. Jetzt kann ich den da drüben töten. Woo. Ah. Schade. Drehen wir. Schaffen wir. So, dann fahren wir da lang. Dann überfahren wir die zwei Leute, die da stehen. Miep, miep. Okay, nur eine Person, aber besser als keine Person. Wie man immer so schön sagt, der Reifen rollt ins Unendliche. Ich... Aua. So, wir lassen es kurz zurückrollen. Ihr werdet jetzt Reifen-Action hier sehen. Oh je, yeah. Rennt eine Person hoch. Zack. So. Dann. Whee! Oh, Triple Kill. Du bist ganz alleine. Tschüss. So, dann können wir den Ghetto Blaster wieder aufheben. Okay, locken wir euch mal. Genau, hier so ein bisschen in die Ecke, Guys. Hä? Sie sind ohnmächtig. Okay. Ah, ich werde ihn nicht erreichen, noch so viel Distanz. Upsala. Hilfe, Hilfe, hallo. Ich laufe gerade den Kaktus. Wäre ich jetzt weiter den Kaktus gelaufen, wäre ich dadurch gestorben. Ich wäre so mad gewesen. Er kommt. Ja! Oh mein Gott. So, wo ist die Biker Gang? Ich möchte noch alle töten. Ich würde auch gerne interessieren, was es da unten mit diesem Chip auf sich hat. Timer? Ey, ich baue mir wirklich eine Bombe zusammen, what the fuck? Also, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Na, oh mein Gott. Ich bin kurz abgehoben. Ein Timer jetzt noch? Hä, für was brauche ich einen Timer? Ich dachte, der wäre so... Ich dachte, der wäre so ein Gegenstand oder so. Da, da ist noch ein Biker. What the fuck? Warum sind so viele drin? Stirbst du, wenn ich das anmache? So, niemand hat's gesehen. Ganz komischerweise einfach alle gestorben. Hallo Freund. Nein! Come back, ich tu dir nichts. Swap. Wie viele Leute, glaube ich, gestorben sind, weil durch die Straße oder so. Motor starten. Yo, da kannst du einfach alle in der Ecke da unten töten. Ich würde gern wissen, weil der Benzin kann, aber ich habe kein Feuerzeug, oder? Ah, schade. Molotow, das brauche ich. Und jemand wurde wieder überfahren. Hallo, guten Tag, Officer. Irgendjemand feiert nicht mehr. So. Und dann zerstören wir noch den letzten LKW. Das sieht nicht nach explosiven Sachen aus, deswegen schmeiße ich den mal gleich hier rauf. Ich hoffe, es geht. Wird der funktionieren?
Ja. Let's go. Ganzer Wagen brennt. Hier haben wir noch unsere Special-Fähigkeit. Ja, ich dachte schon, der hätte meinen ganzen Plan kaputt gemacht. Es leben nur noch zwei Leute. Eine Person ist da und irgendwo muss ein Biker sein. Zack. Aber ich hätte gern... Ich würde gerne die ganzen Sachen haben, um diese Bombe da vorzubereiten. Das würde mich interessieren. So, hallo mein neuer... Hallo, guten Tag. So, ich habe theoretisch alles jetzt. Alle umgebracht. Let's go. Oh oh, what the? Wer seid ihr? Oh, du Bastard. Lass mich in Ruhe, oder ich schwöre. Aber ich werde verprügelt. Jetzt hinter mich. Verdammter Rucker ist mir vorher. Mach Schluss mit Beat, besser helfen. Irgendwelche Sachen. Wir wollen auf jeden Fall verkloppt, wie es aussieht. Dafür beide Leute umgebracht haben. Let's go. Dr. McBride, in your opinion, what were those thugs after? I suspect that Mr. Ramirez hired them to take my patient out. Well, the police sure looked foolish. A bunch of gangsters caught a serial killer the Guardians of Law and Order had spent more than a decade looking for. Our correspondents in Fort Centone report that the bikers were planning to finish the party hard killer off. As the execution site, they chose an old amusement park they had taken over and turned into a hideout. Aber das, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Das Fireland. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin ein paar öfter jetzt mal gestorben. Ja, dann lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Party Hard 2.